Putz, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einem weiteren kohomentierten Gameplay mit mir, dem Sam. Und scheiße, ich bin dann. Ja, wieder ein kommentiertes Gameplay. Es wird nachher, glaube ich, nochmal eins geben. Ich habe, glaube ich, nochmal ein cooles Replay. Ja, keine Ahnung. Kommt jetzt gerade ein bisschen das, ne? Dafür kommt irgendwann anders, kommt auch dann wieder normales Let's Play Together und normales Schabitzel und so. Ja, Gameplay von mir selber in meinem TVP T5051, wo ich aktuell versuche, diese 50 Sieger hinzubringen für den, ich wisst schon, dafür dieses Baumspitzen-Dingsbums, wo man diese geilen Personal Reserves kriegt mit den 3% mehr Besatzungs-XP. Ich muss hier kurz das Mikrofon ein bisschen richtig hinstellen. Gut. Ja, ich spiele hier zusammen mit Grimmi, in seinem VK rumdaddelt und Zür, der in seiner AT rumfährt, hier auf Dürtenberg. Ich kann euch schon mal so viel verraten, der Anfang wird recht langweilig sein. Darum lasse ich es auch schon laufen, damit ich dann reden kann. Der TVP, das ist der Zehner Tscheche, mit seiner 4-Schuss-Autoloader-Waffe, welche jeder Schuss, glaube ich, 23 mittleren Daten, ja genau, 23 mit der Schatz, 48 mit APC und aus Goldmunition hat er Heat mit 310 Durchschlagskraft. Ich muss zugeben, es ist einer meiner Hasspanzer, besonders jetzt, wo ich den ein bisschen öfters fahre, weil, wisst ihr vielleicht, ich liebe die Bad-Chat und ich bin halt der TVP, der ist, keine Ahnung, für mich ist er einfach extrem ungenau. Sagen eigentlich viele, das heißt sehr genau und so, aber für mich ist er extrem ungenau. Hat einen schlechten Tarnwert, ist hoch, ist träge im Vergleich zu Bad-Chat und alles. Ich mag ihn wirklich überhaupt nicht und ja, ich bin dann am Abend zuvor, wo wir das gespielt haben, bin ich auch, sagen wir mal, ausgerastet. ich habe mich wirklich extrem geärgert mit dem Panzer, weil er liegt mir, entweder liegt er mir überhaupt nicht, entweder bin ich einfach zu dumm, ihn zu spielen und ist wirklich so schlecht. Ich weiß einfach nicht. Ja. Jedenfalls Dürtenberg, ne? Ganz normal, dass die jeweilige Seite den Gegnern, beziehungsweise den einzelnen Parteien gehört. Das heißt, normalerweise ist immer die Seite gehört den Gegnern, beziehungsweise den Personen, die da oben den Cap haben, und die andere Seite gehört dementsprechend die Personen, die hier den Cap haben. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren oder so, hat sich das extrem durchgesetzt. Ich weiß noch, früher, in Anführungszeichen, eben noch vor einem Jahr war das überhaupt nicht so. Da hat man, da ist man wirklich mit allem, was man hatte, ist man hier hingefahren. Das weiß ich noch hier und hat dieses Riesen-Battle hier an der Spitze gemacht. Nur vereinzelte Panzer sind darüber, aber das hat sich jetzt geändert und es ist eigentlich immer, es läuft immer gleich ab, dass TDs, ihr seht hier TDs oder auch Jägeru E3 und so hier oben hocken und halt irgendwelche Mate-Spotter hier in dem Bereich und dann halt alles, was es gehört, ich muss hier rüberfahren, wird halt zerschossen, ne? Das gleiche auf der anderen Seite, ein Spotter irgendwo hier vorne drin, TDs und weiß auch nicht, was für Zeugs, also hier hinten drin, alles was hier rüberfährt, wird zerschossen. Das heißt, eigentlich ist in dem, ist auf der Karte immer so, wer zuerst rüberfährt, hat verloren. Eben, es gibt hier natürlich dann immer noch diese mutigen oder mutigen Leute, die das Gefühl haben, die können hier rüberfahren. Aber ich glaube, langsam kommt jeder dieser First Spot hier, wo man dann gleich alles auf, also wenn ein Scout hier so in dem Bereich rumdattelt, wo man hier gleich alles aufkriegt, einfach alles von da hinten sogar schon zerschossen wird. Selbes auf der Seite, heutzutage fährt man mit den Mädels einen schnellen Panzer, ich gleich mir hier vorne auf dem Berg kann alles erschießen, was hier hinten hochfährt. Ja, wie gesagt, der Anfang hier ist jetzt ein bisschen langweilig, weil, eben, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel, das war mein letztes Gefecht von diesem Abend. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf den Panzer. Hier übrigens die Bad-Chat One-Hit. Habe ich gesehen auf dem Menü, dass sie hier rechts an dem Fenster steht. Ist zugegangen. Erster Schuss voll daneben. Der zweite Schuss hat dann blind getroffen. Hier gleich wieder nachladen. Ja, darum spiele ich hier momentan auch sehr defensiv. Ihr seht, unsere Jungs hier drin, der Mod 1, der TVP, die haben hier versucht, irgendwas zu machen. Die sind alle verreckt. Währenddem, dass unsere Jungs hier drüben langsam zermürbt werden. Hier wollte ich jetzt mal rüberfahren, dachte ich, komm, weil man kann von hier, von dem Bereich aus, kann man einigermaßen was machen. Man kann auch hier dann hier ranfahren und hier die Seite aufmachen. Vergesst nicht, ich habe Zür, also eine Art hier in meinem Platoon, das heißt, wir hatten dort die gute Absprache. Ja, hier konnte ich mir nochmal einen Kill auf den Scout machen. Auch noch zwei andere Art ist im Spiel, das heißt, wenn ich da was spotte auf dem Kügel bei D2, also hier in dem Bereich, dann wird da wahrscheinlich auch Arti reinhageln. Ihr seht auch Grimmi hier mit seinem VK, der vorhin da vorne rumgetüppelt ist, merkt, das ist ein totaler Mist, dort rüber zu fahren, fährt auch wieder zurück. Zieht natürlich falsch auf, rüber, geht nicht gleich der Jäger auf. Glücklicherweise habe ich hier keinen Schuss gefangen, das war recht ein Lucky. Ja, weil ich bin wieder zurückgefahren, weil ich halt abgesehen habe, als ich hier stand,
sind eigentlich schon alle tot. Ich meine, es bringt mir nichts, hier in dem Bereich rumzufahren, wenn die da hier gleich verrecken. Das heißt, ich bin hier wieder zurück in das Haus, weil das Haus hier ist noch recht speziell. Ich muss es mit der Minimap anders hinkriegen. Das Haus hier ist eigentlich noch recht speziell, weil es ist ziemlich der einzige Ort. Ja, jetzt habe ich übrigens auf 50 B versucht zu schießen, keiner getroffen. Das hat mich wieder rasend gemacht. Das Haus hier ist eigentlich das einzige Haus, was man einigermaßen, beziehungsweise in der Mitte, ziemlich sicher steht, weil es halt einfach lang ist und hier sogar noch mit ein bisschen Schutzhaufen und ein bisschen vorgezogen. Das heißt, man kann hier wirklich hier stehen und ist vielleicht von allen Seiten safe. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Ihr seht, ich dattel hier momentan noch planlos herum. Seht's aber, ja, ne, eigentlich sehe ich momentan ziemlich gar nichts. Jägeru, FV dort werden wahrscheinlich verrecken. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen mit dem Gefecht. Muss ich ehrlich zugeben, zu Beginn, das war... Der fährt sich wieder zurück, richtig. Ob ich auf die andere Seite rüberfahren hätte sollen, ich glaube, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich es machen sollen, vielleicht auch nicht. Krimi steht jetzt momentan auch in der Mitte, ein bisschen planlos. Also ihr seht hier, der Beginn ist wirklich, sehr passiv von dem Spiel. Da seht ihr auch, das ist halt Erlenberg. Das haben die mittlerweile so gemacht, die Entwickler, dass man, also Wargaming, das hat sich halt so jetzt einfach gegeben. Kann ich groß machen, ich kann es nicht auf. Könnt ihr sagen, ich könnte auf A5 vorfahren versuchen, die aggressiv zu spotten, hast du 3 Herz im Gesicht. Nee, geht nicht, weil A5 ist nicht safe. Also du kannst die Gegner dort hinten, du kannst die Gegner hier hinten, den Bereich nicht von hier spotten. Das ist unzu gefährlich, vor allem mit 3 Herz, die haut sich da einfach raus. Sieht der Skoda T50 kann auch nicht mehr viel machen. Ich fahre jetzt hier rüber, weil ich erwartet habe, der Leo 1 steht da außen. Und der Leo 1 ist ein einigermaßen guter Spieler, habe ich zuerst mir nachher angesehen, aber er ist recht erfahren. Und dann habe ich gedacht, der Leitwert, der fährt jetzt auch weg. Das heißt, hier außen ist offen. Wirklich, der Krimi ist ja eher da auf der Seite, der Skoda ist auch eher auf der Seite. Das heißt, hier außen ist offen, das wird wahrscheinlich sicher ein Panzer nutzen, sprich der 95, der gleich an der Brücke steht, eben der Leopard 1, der noch zuletzt dort war, der die deutsche Docke, die auf D2, die hier oben stand, die könnt ihr auch mal kurz versuchen, hier rüberzufahren, hier aufzuräumen. Das heißt, ich habe jetzt versucht hinzugehen, zuerst vorwärts in den vorderen Busch da, wo ich gerade da, ne, der Busch da, wo ich vorhin drin war. Und jetzt rückwärts in den weiteren vorderen Busch, weil bis ich bei dem Busch in Deckung bin, geht es länger darum, rückwärts hinfahren, damit ich vorwärts abhauen kann, wenn der Gun-Depression passt. Gibt ja manchmal auch Panzer, die gegen hinten extrem schlechte Gun-Depression haben, ist hier aber nicht der Fall. Auf der anderen Seite, der IS-7 erschossen worden vom Skoda T50. Der Scout steht nun dort in der Mitte. Aber ich konnte ja halt nicht weg, weil der Leitwert, der steht auf K7. Ah, und guckt an, hier ist übrigens auch... Eigentlich recht spannend, wie spät der Leopard aufgegangen ist. Wenn ihr seht, dass mein Cap-Kreis, mein Spot-Kreis bis hier hinten geht, ne? Und der Leo erst hier vorne aufgegangen ist, das hat mich auch wieder wütend gemacht. Weil, ja. Jedenfalls ist jetzt der Leo tot. Jetzt habe ich gesehen, okay, T95 Jägerloo, die kommen noch nicht. Nee, was mache ich jetzt eigentlich? Weiß gar nicht mehr, was ich hier mache. Ich glaube, ich fahre momentan kurz in die Mitte. Genau. Ich habe gesehen, Jägerloo, T95 sind beide sehr langsame Panzer. Wenn die über die Brücke kommen, geht das für die 7 Jahre, bis die mal rüber ankommen. Aber auf der anderen Seite ist jetzt E3, deutsche Docke und 50 B in der Mitte gespottet. Wo ich von der Position, wo ich jetzt anfahre, nämlich vom Berg hier, kriegt man nämlich das gegnerische Flussufer recht gut ran. Hat eine erhöhte Position, geht selber nicht auf wegen Draw Distance. Ja. Ihr seht, ich gehe auch zuerst noch ein bisschen weiter zurück, dass ich rechts auf was aufkriege. Jetzt hier der 50 B, der mutig über das Ding fährt, kriegt von Grimmi eine und ich kann den rausnehmen. Trifft sogar luckyweise jeder Schuss. Eben, jetzt habe ich das gedacht, jetzt habe ich... jetzt muss ich überlegen, was ich gerade sagen wollte. Genau, 50 B zerschossen. Jetzt dachte ich ja, Moment mal, ich müsste wieder rechts rüber gehen. Weil vielleicht denken die jetzt, aha, Moment, der TVP hat den zerschossen, das heißt, hier rechts kann er nicht mehr stehen. Das heißt, ich fahre jetzt wieder zurück, damit ich aufkriege, was darüber fährt. Hab Zür auch gleich die Anzahl gemacht wegen Zür, hey, ich fahre darüber. Suche jetzt zuerst hier oben in Schutz des Hauses zu spotten. Ging jetzt der T95 auf, ich sehe hier gleich auch, nee, krieg ich gar nicht ran, steht im Haus. Ja, seht, das ist eigentlich Erlenberg. Wenn die Gegner campen würden, sage ich jetzt mal, oder warten würden, dann würde es wahrscheinlich unentschieden geben, weil wir
greifen in der Konstellation sich auch nicht an. Wir haben einen Lightweight, der irgendwie eher unerfahren ist. Jetzt seht ihr, habe ich hier einen Jäger aufgemacht. Habe noch nicht geschossen. Habe jetzt Zür gesagt, Zür, kannst du mal draufhauen? Hat er gesagt, ja, kommt gleich. Habe dann gedacht, ich komme, dann zeig mir die Seite, dann gebe ich jetzt ein paar. Witzigerweise haben auch 3 durchgeschlagen. Der letzte natürlich nicht, habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig lang anvisiert. Versuche jetzt hier wieder zuzugehen, habe jetzt hier Heat nachgeladen. Täusche jetzt an, dass ich zurückfahre. In der Zeit, jetzt sollten eigentlich gleich die Badges aufgehen. Ich weiß gar nicht, ob es die Badges überhaupt gibt. Jedenfalls hat ihn, glaube ich, die Badges recht gut getroffen. Ich weiß nicht, ob Zür auch. Ja, jetzt habe ich halt eigentlich den größten Fehler des Spiels gemacht, was aber trotzdem noch gut gegangen ist, weil jetzt wollte ich diesen Jägeru weiter verfolgen. Der ist zurückgefahren, der hat 3 Schüsse von mir kassiert, zusätzlich noch Artischüsse. Das weiß ich, wegen dem Aufklärt-Badge. Und ja gut, ich wollte jetzt hier ihn raus haben unbedingt. Steht hier natürlich auch schon im Wasser, habe wieder nicht geschossen zuerst, weil ich meine, der Position, der Winkel kam so schlecht durch. Jetzt witzigerweise hat der erste Schuss... Also der Schuss natürlich wieder mal voll daneben, das ist halt typisch. Ihr seht, die Waffe ist extrem ungenau. Das hat mich extrem aufgeregt. Ja, der erste Schuss hat halt getroffen. Andere leider nicht. Ja, der hat ihn leider nicht mehr rausnehmen können. Aber hier habe ich gemerkt, scheiße. Grimmy. Wird jetzt angegriffen, und zwar vom Scout. Die Gegner haben 3A, genau, hat zugeklappt. Haben 3A, dieses heißt, die können Grimmy einfach rausfokussen. Und der Light macht die Artis auf und dann ist sowieso vorbei. Und darum, ich hätte ja früher losfahren. Hätte ich den Jäger stehen lassen müssen, nicht töten wollen. Was ich sowieso nicht geschafft habe. Und viel früher zurückfahren müssen. Weil ihr seht, jetzt haben wir schon eine Arti verloren. Grimmy kassiert da schon übelst von der Arti. Eben, jetzt habe ich halt gedacht, habe 1800 Leben. Was kann dort stehen? 95 E3. Die machen beide etwa, sagen wir mal, ja, die machen als High Roll 900. Ist sehr unwahrscheinlich. Ich kann diese 2 Schüsse abfangen. Das heißt, der Bulldog muss raus. Bin ich hochgefahren, habe einen Bulldog getötet, habe halt vom E3 die Kelle gekriegt, wollte ihn zuerst zirkeln, habe aber gesehen, scheiße, der 95 steht dort aus, der kann mich rankriegen, wenn ich den E3 circle. Grimmy steht da, hat die Panzerung, hat das Leben dem E3 ein paar geben. Kriege natürlich wieder von der Arti. Derzeit, wo ich jetzt hier rumfahre, leert ich schnell nach, das kann man sich mit dem TVP erlauben. Er lädt halt recht schnell nach, das ist schön zwischen den Schüssen. Fahre jetzt hier ein bisschen eine größere Kurve. Welchen T95 zuerst mal aussammeln. Der Jäger ist sowieso egal, der wird sich nicht vorgetraut haben und ist auch viel zu langsam. Jetzt habe ich halt hier zuerst den... Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Zuerst den T95 zerstört. Leider ist Grimmy in der Zeit draufgegangen durch den E3. Der E3 selber war ebenfalls draufgegangen. Das heißt, jetzt bin ich gegen den One-Hit-Jäger. Das weiß ich ja. Ich habe ihn ja selber auf One-Hit runtergeschossen. Und die Reihe Artis. Was ich hier nicht gesehen habe, ist die Zeit. Ich habe nur 2 Minuten 35. Ja, habe jetzt hier Heat nachgeladen für den Jäger, damit ich den auch durch die Oberwanne schießen kann. 4 Gegner sind noch da, ich bräuchte diese 4 Kills für eine Poolmedaille. Ja, mal schauen, ob diese blöde Panzer das erlaubt. Hier ist Jäger offen. Ich sehe ihn, habe glaube ich Zür gefragt, ob er ihn töten kann. Habe ihn nicht geschossen, weil ich wollte eigentlich nicht aufgehen. Ich wollte nicht, dass die Gegner wissen, dass wir da kommen. Ist er zugegangen, jetzt dachte ich, ja komm, wenn er zu ist, kann ich mal drauf schießen. Patchett hat ihn gekriegt, das heißt, meine Pool ist natürlich vorbei. Warum? Weil dieser blöde Panzer sich getroffen hat. Ich habe ihn eigentlich, ihr habt ja gesehen, ich war auf die untere Wanne einvisiert. Er ging zu, habt sich aber nicht groß bewegt und dann habe ich trotzdem mich getroffen. Das ist halt so ein bisschen meh, ne? Aber was ist zu machen? 1,48 noch, 3 Artis noch übrig. Ich gebe natürlich jetzt Vollgas, weil Grimmy hat schon zwar gesagt, dass auf J1 einer ist. Oh, hier habe ich durch Luck, dass der GW gleich hier steht. Auto eben, erster Schuss getroffen, zweiter Schuss durch irgendwo in die Pampe raus, habt ihr gesehen, das habe ich schon wieder aufgeregt. Das heißt, jetzt habe ich natürlich einen Schuss verschwendet, weil 2 Schüsse brauche ich eigentlich für eine Art Team von dem Damage her. Mit nur einem Schuss im Magazin klappt es nicht. Jetzt bin ich halt hier am Nachladen, wollte kurz schauen, wie langsam mit dem Captain geht, weil ich das nicht mehr sicher war. Wie seht ihr, das waren 20 Sekunden bereits zu viel. Abseits dann gleich wieder nachgeladen, versuche hier hinten noch eine Art, ja, ich auch immer eine Art. Ihr seht hier, Auto eben wieder. Ein Schuss, 2 Schuss. Hier habe ich überlegt, soll ich nachladen, soll ich nicht nachladen. Habe ich dann dort fürs Nachladen entschieden, weil Grimmy hat gesagt, er stand auf J1 hinten, das hat er mitgekriegt. 1 Minute noch. Badgett ist zum Glück gescheit gewesen, muss man Badgett lassen. Das war eigentlich auch der siegende Move von der Badgett Arti, dass sie dort hochgefahren ist, obwohl sie noch im Nachladen war. Und ihr seht, hier hat er sie auch gespottet, das hätte ich niemals aufgekriegt. Ich wäre nämlich unten durchgefahren. Versuche hier, sie ranzukriegen, ist durch... extrem blöde, weil sie steht extrem tief unten. Ihr seht, Schüsse gehen irgendwo hin.
Und der letzte Schuss, das war so ein Lucky Shot, ne? Ihr seht hier durch alles durch. Die Schüsse, die hier hinten waren, habe ich nicht getroffen, aber der hat natürlich dann hier wieder schön zwischendurch getroffen. Mein 9. Kill, leider nicht 10 wegen dem blöden Jägeru. Ja, war eigentlich ein recht nettes Gefecht im Nachhinein gesehen, gegen Schluss. Vor allem, ihr habt, tut mir leid, dass es zu Beginn halt so ein bisschen, ja, Ellenberg-typisch halt war. Da kannst du nicht viel machen, das ist halt einfach Ellenberg, ne? Der campen die Jungs halt einfach. Kann es euch nochmal zeigen, sonst, wie gesagt, ist immer so, dass die Leute hier den Cap-Kreis haben, werden hier vorpushen, werden hier die TDs und hier vielleicht ein paar Spotter haben, die halt einfach hier die Brücke aufmachen, wir müssen die nicht wissen. Weil was hier rüberfährt zum Captain ist tot. Campen kannst du hier nicht ungehindert. Die schnellen Panzer werden hier vorfahren, Light wird hier einen Rush holen, den Spot holen, alles was hier hochfahren will, wird zerschossen von den Geist, die da hinten stehen. Hier, meine, hier, es reicht hier, wo ich hier stehe. Hier, beziehungsweise hier hinten, hier in dem Busch da hinten, seht ihr noch gerade. Das sind eigentlich so die Positionen, wo man hier einfach alles rankriegt. Selber geht man selten auf. Mitte an sich ist extrem unbeliebt geworden. Ich weiß eigentlich auch nicht, hier vor allem dieses Haus hier, wie bereits gesagt, kann man eigentlich recht gut stehen. Vor allem, ja, früher ist immer jemand hier in diesem Vorgarten hier drin gewesen, aber geht halt nicht mehr. Da kriegst du auch immer wieder Feuer. Also es geht einfach nichts mehr, was früher ging, ich weiß auch nicht warum. Andere Seite hier bei uns, habt ihr ebenfalls gesehen, wir haben hier normalerweise gegen den Schluss, vor allem war es dann so, hatten wir hier den Spot hier in diesem Busch hier gleich beim Cap. Kann dann alles aufmachen, was hier kommt. TDs und irgendwelche Sniper halt hier hinten drin, die halt auf alles schießen, was ich jetzt cappen will, dann hat noch zusätzlich mit den Artis ist sowieso verloren. Wir fahren halt hier vor und dann ist halt wirklich einfach so, der zuerst rüberfährt, sinnlos, also beziehungsweise kopflos, der wird halt drauf gehen. Das war halt so. Ja, ich hoffe, was euch hat es gefallen. Es war eigentlich noch recht spannend gegen den Schluss. Ihr habt hier hoffentlich auch gesehen, dass so ein bisschen Sachen wie rückwärts in den Busch reinfahren, eine Flanke, die halt total offen ist und ein schneller Panzer in der Nähe ist, unbedingt aufmachen, wenn ihr auch gute Sichtweiten so habt. Nicht unbedingt gleich schießen, wenn ihr den Gegner sieht, sondern vielleicht warten auf Arti-Support. Bewegliche Panzer ausnutzen, Position verlagern. Alles so Sachen, was halt hier gegen den Schluss reingewirkt haben. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Replay. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.